Und damit willkommen zurück. Ich wollte schon zurück willkommen sagen. Ja, wir sind zurück in der Anstalt und wir haben was zu lesen. Ein neuer Tagebucheintrag von Basti Castellanos. 16. Juni 2009. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann, denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Also hat sie ihren Mutterschaftsurlaub dann genossen und ist dann wieder zurückgekehrt. Und, tja. Dann schauen wir mal, weil das sieht echt verdammt danach aus, als wären wir jetzt bei unserer Friseuse. Puh. Geht gerade ein ganz kalter Schauer über den Rücken. Ruvik. Kapitel 8. Überlebt. Alter, was war das denn gerade? Was war das denn gerade für ein Dingen? Ich will das nicht. Ich will das nicht spielen. Boah, Alter. Kann man das sehen? Ich hab völlig gesaut. Was war das denn? Das nächste Kapitel. Kapitel 9 sind wir schon. 8 ging eigentlich relativ zügig, finde ich jetzt. Also, es ging eigentlich schnell. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Ich kann die Kamera gar nicht bewegen. Ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt und auch ein bisschen zurückhaltend, was meine Theorie angeht, denn wir haben herausgefunden, dass sie halt mit 2 Gieren, dass sie halt koppeln wollten. So, und er sagte jetzt auch halt, unser Basti sagte halt, dass es fremde Erinnerungen sein können. Das kann natürlich sein, dass wir an so eine Maschine angeschlossen sind, wie wir da reingegangen sind damals in der ersten Folge halt in diese Anstalt. Und dass wir halt mit jemandem halt Erinnerungen teilen. Vielleicht mit diesem Ruvik. Der hat eine schlechte Kindheit vielleicht hatte oder so, oder vielleicht auch mit dem Jungen, mit dem Leslie, ich weiß es nicht, also schauen wir mal, wir gucken mal, also weiter geht's. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Die ist mir auch nicht ganz koscher, die Alte.
Schon wieder. Schon wieder, Leslie. Lass mich los! Lass mich los! Jetzt läuft. Wir halten. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Das ist auf jeden Fall Leslie. Alter, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste. Ich brauch gleich, ehrlich, erstmal eine Ibuprofen. Da ist der Safe. Da ist ein Auge, was über das Krankenhaus wacht, wenn ich das richtig sehe. Interessant, jetzt ist alles auch ein bisschen mehr in Farbe hier. Da ist der Safe auf dem Tisch. Okay. Das Ding hat mich so erschrocken gerade, ne? Was ist das denn da? Da schwebt irgendwas, ich kann es gar nicht erkennen. Was soll denn das sein? Man kann es nicht erkennen, schade eigentlich. Aber das ist echt, das ist schon verdammt. Auf jeden Fall ist das die Familie von Leslie. Könnte das Ruvik sein? Das wird die Frau sein, aber wer ist sie? Die Tochter vielleicht, ja? Sie hat auch irgendwie so einen Schleier irgendwie ums Gesicht. Sehr merkwürdig alles. Da haben wir einen Totenschädel auf ein Buch. Da haben wir ein altes Gebäude oder so zumindest so eine Stadt irgendwie. Da sind ganz viele Menschen in so einem riesigen. Weiß nicht, ich glaube ein Brunnen oder was es sein soll, darstellen soll, so ein riesiges Loch. Was haben wir hier? Da sind Blumen. Und hier ist auch irgendwie so Blumen sind hier drauf. An der Wand gemalt. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher, bin ich ganz ehrlich. Oh, was zu lesen. So, Feuer auf Anwesen. Brand erfasste Kinder, Mädchen schwer verletzt. Wo waren die Eltern? Kinder, die in einer Scheune auf dem Victoriano-Anwesen gespielt hatten, fielen den Flammen zu Opfer. Tochter 17 fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Da ist übrigens auf dem Bild, das ist übrigens die auf dem Gemälde ist. Das ist die Tochter oder die Schwester von, Sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Das habe ich auch gerade. Das sieht aus wie die Schwester hier oben, wie von Leslie. Ist sie vielleicht gestorben durch den Brand? Und wir erleben quasi die Erinnerung von Leslie? Kann das sein? Ich gehe erstmal. Naja. Hey. Alter, 12.500. Ja, da können wir richtig absahen jetzt. So, was habe ich denn gesagt? Was wollten wir denn mal machen und was tun? Wir wollten. Alter, 10.000 kostet aber. Nee, wir machen erstmal die Sprintdauer. Ja. Magazinkapazität. Haben wir noch 3.000. Können wir denn dann noch irgendwie an der Pistole was machen? Feuerrate. Aber den kritischen Schaden mache ich, glaube ich, mal. Ist gar nicht so verkehrt.
kritischer Schaden ist jetzt auf 20%. Scharfschützengewehr ist eh uninteressant. Ich glaube, das reicht ja auf Stufe 2 hier von dem Qualenarmbrust. Das ist Nahkampflasse. Ich habe zu viel in Nahkampf reingesteckt, fällt mir auf, weil es bringt gar nichts. Nahkampf bringt gar nichts. Und ich will auch nicht gerade mehr in den Nahkampf gehen. Ich werde das Spiel definitiv nochmal spielen. Auch in der Let's Play Live Show werde ich es nochmal zeigen. Ich glaube, ich werde Reserve. Dann können wir anstatt 6, können wir 8 mitnehmen, können wir aber nicht. Wir können hier nochmal 5 draufschieben, dann können wir 20 mitnehmen, aber ich bin so ein bisschen unschlüssig, was das angeht. Spritzen wir, komm, Sprintdauer, das können wir alles nehmen. Oh, das ist alles so teuer, ey, nach Stufe 2. Ich glaube, ich werde. Ach, wisst ihr was? Wir sparen das einfach. Wir sparen uns das. Wir sparen uns das und werden das fürs nächste Mal aufheben, denke ich mal. Also, dann haben wir nämlich. Mir fällt gerade auf, ich komme da nicht raus. Und bevor ich jetzt speichere. Hä? Okay. Dürfen wir denn unsere Schlüssel holen? Hallo? Ich würde nämlich noch. Bevor ich speichere, werde ich jetzt erstmal die Schlüssel benutzen, weil wir haben ja zwei. Wir haben ja zwei Schlüssel. Ist alles so irgendwie ungewöhnlich, wenn das hier so ein bisschen mehr Farbe hat. Ja, wunderbar. Die Karte baut sich immer mehr auf. Boah, mein Gott, wie viele Kartenfragmente wir schon vergessen haben. Ist ja unglaublich. So, dann werden wir mal schauen. Ja, Schlüssel. Ah, hier können wir. Stimmt. Können wir mit. Da haben wir immer noch 7 da. Ich glaube, ich werde mal den nehmen. Schauen wir mal. Ja, geil. Ah, nochmal. Oh, 5000. Boah, wie cool. Ich glaube, ich nehme mal den. Ja, geil. Ach, 2. Gehen wir doch direkt mal weiter hier mit der Reihe. Machen wir die Reihe fertig hier erstmal, würde ich sagen. Nein. Ich sag ja, das hat sich gelohnt zu. Nein. Dann gehen wir doch direkt nochmal zum Friseur, würde ich sagen. Wir haben jetzt so viel Haargel für Basti. Boah, wie cool. Mein Gott, komm, durch die dämliche Tür kommen wir nicht raus. Wie dumm. Boah, hat sich ja doch gelohnt. Da können wir doch nochmal richtig pumpen. Wollte ich jetzt gerade sagen, pimpen. Den lieben Basti. Boah, wie geil. Alter, 18.500 nochmal. Hut ab. Kann ich doch nochmal den kritischen Schaden vielleicht erhöhen? Weil ich wollte sowieso den kritischen Schaden von der Pistole. Auf jeden Fall. Boah, kostet 20.000 der nächste Schritt. Okay, was hatte ich gesagt? Wir wollten bei dem. Sprintdauer, ich glaube, lasse ich. Ist ganz okay. Auf 6 Sekunden ist es okay. Wir haben noch 9.000. Das ist. Boah, 10.000 Feuerschaden. Ey, kommt dann nachher. Ich glaube, 20.000 ist, glaube ich, die Stufe 5 dann. Genauigkeit ist Quatsch. Maximale Kapazität 8. Aber wir haben doch hier oben auch nochmal Reserve, ne? Achso, wir können. Achso, die Reserve können wir 15 mitnehmen und in. Achso, jetzt verstehe ich es auch. Und die Kapazität des Magazins hat dann 8. Da können wir jetzt auf 9 gehen. Da kann der 9 mal feuern, unser lieber Basti. Schadensmultiplikator. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal ab, oder? Ich kann mich nicht entscheiden, ich möchte gerne noch was kaufen, aber. Nein, ich vertue mich mal.
Ach, wir speichern. Wir speichern, genau. Wir speichern erstmal. Wir speichern erstmal und sparen das erstmal, die 3,5. Oh, wie viel wir gefunden haben. Wie geil ist das denn? Voll am Feiern. Ja. Geil. So. Und ich bin mir nicht sicher, was uns da jetzt erwartet. Haben wir eigentlich jetzt schon dieses dämliche Loch gefunden auf den Bildern? Was? Eine Sonnenblume? Wie nicht da lang? Ich kann... Ruvik! Geh weg! Erstmal immer in die andere Richtung. Ist viel, viel besser. Ah, schau mal einen an. So, was haben wir denn da? Na toll, super. Aber 500 Hagel. Und da ist eine Brücke. Mich würde mal interessieren, ab wann wir da hinkommen. Diesen Leuchtturm, den wir am Anfang des Spiels mal gesehen haben, der die Zombies da so ein bisschen anlockt. Mit der Lampe. Oh. Oh, noch mehr Hagel, jawohl. Geil, lohnt sich ja richtig hier. Boah, das hat mich aber echt mitgerissen, muss ich echt mal sagen. Hier die eine Stelle, vorhin mit dem Gesicht. Also da habe ich mich echt, da muss ich mich echt zusammenreißen. Ich habe echt einen Pups gemacht, also ja. Ich habe immer noch Gänsehaut. Dieses Spiel, ne, das ist... Und ich möchte gerne noch ein Horror-Let's Play machen, wenn ihr das möchtet. Ich würde sagen, was uns da hinten erwartet in diesem Gemäuer, was da auf uns zukommt, sieht in einer weiteren Folge The Evil Within und ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder einschaltet. Also, macht's gut. Tschüss.